All I can tell you about this next procedure is that it will be excruciating. Ja, herzlich willkommen zu einer Folge Fischkopf TV. Hier ist euer Dr. Fischkopf, auch Medic genannt. Und ich versuch's jetzt nochmal. Ich versuch's jetzt nochmal, hier erfolgreich den Heavy zu operieren. Der braucht nämlich ein größeres Herz. Und ich wollte ja mal was testen. Ich wollte ja gerne mal die Bombe nehmen. Die hier hin tun. Geht das? Kann man die hier so... Nein. Weil ich dachte, vielleicht kann man das da reinstecken. In die Bombe. Was meint ihr? Ich habe mich auch null informiert über dieses Update. Alles blind. Wie meistens. Das sieht aber nicht gut aus. Nee. Komm, schmeiß weg den Scheiß. Komm, das brauchen wir nicht. Das Problem ist... Alter, mach mal den Mund zu. Alter, mach mal den Mund zu. Du sollst den Mund zu machen, habe ich gesagt. Na. Naja, komm. Lass auf. Lass auf. Kann man hier vielleicht... Das würde ich auch gerne ausprobieren. Ja. Komm mal. Der... Na. Nee, kann man nicht. Ich dachte, man kann vielleicht den Arm absägen. Kann man das vielleicht doch? Na. Ja. Ah, ich krieg die Säge einfach nicht richtig zu fassen. Na. Nee, ich glaube, das geht nicht. Ich glaube, das geht nicht. Aber man könnte jetzt das hier nochmal wegtun. Oh, geil. Was ist an meinem Finger? Kann ich so drehen? Nein. Hier mit dem komischen Schlüssel halt die Rippen ein bisschen besser wegbrechen, ne? Ich glaube, das ist der Brecher. Schlüssel. Der Schlüsselbrecher. Ah. Ah. Ja. Oh. Ah. Komm. Noch ein bisschen drehen, das Ganze. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Ja, das sieht auch noch, das sieht noch ganz gut aus. Er verliert zwar schon wieder 5, aber wenn wir uns gleich beeilen, ich glaube, das sieht schon ganz gut aus. Nur noch hier die eine überstehende und die kleine noch. Okay, wir merken uns, der Schlüssel ist der Schlüssel zum Erfolg. Sehr gut, den legen wir hier mal hin. Jetzt müssen wir Sachen entfernen. Dabei backt es wahrscheinlich wieder wie Hölle. Komm, erster Lungenflügel, kann raus. Ja, kann raus. Kann raus, habe ich gesagt. Oh nein, ist es doch wieder das obere Stück Rippe da, oder was? Das wird doch nie was. Das ist viel zu schwer. Okay, ganz cool bleiben. Ganz cool bleiben. Zack, kaputt. Zack. Zack. Ich krieg's auch noch nicht hin. Ja, jetzt vielleicht. Vielleicht reicht das schon. Komm schon. Komm schon, Lünchen. Lünchen, komm raus. Lünchen, bleib nicht drinnen. Lünchen, du willst es doch auch. Komm heraus. Will's nicht. Will das Stück? Will auch nicht. Warum nicht? Man weiß es nicht. Man weiß es einfach nicht. Ist wie bei Minecraft, ist einfach alles kaputt. Alles, es ist einfach alles kaputt. Es liegt alles nicht an mir. Ich drücke auch immer die falschen Knöpfchen hier, sehe ich gerade. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Oh, was stört denn da noch? Es ist das obere... Das kann doch nicht sein, Leute. Das kann doch einfach nicht... Haben wir den Schlüssel noch? Ja. Komm. Heißt das eigentlich Engländer, so ein Schlüssel? Ich weiß es nicht. Oh. Oh, shit. Ich glaube, das heißt Engländer in der Fachsprache. Ja. Ne. So, nee, da ist doch nichts mehr. Man müsste eigentlich rein theoretisch die Lungenflügel Nein. ganz leicht entfernen können. Was sagst du? Sag mal ruhig. Es ist einfach eine Qual. So, jetzt aber. Jetzt. Ab. Ja! Okay, die Zeit fehlt eh. Das schaffen wir wahrscheinlich eh nicht. Aber komm schon mal raus. Warum nicht? Okay, kannst du.
Warum ist denn jetzt noch der Magen da? Der war doch letztes Mal nicht da. Der Patient hat einen Magen entwickelt. Ah, nehmen wir den so raus? Was meint ihr? Wir sind noch losschneiden. Jetzt komm raus. Ja. Okay, Messer, schnell, schnell, schnell. Mach hier noch ein Messer. Mach hier noch ein... Hier ist noch ein Messer, aber das kriege ich bestimmt nicht. Doch. Okay, Messer, drehen. Drehen. Und schneiden. Schneiden. Na. Komm schon, Digga. Oh, wir haben's fast geschafft. Nein. Nur weil ich es nicht richtig gedreht kriege. Es ist so schlimm. Und dass es hier auch keine Spritzen gibt, das finde ich ganz schön krass. Da gibt es natürlich diese, ihr habt es ja in der letzten Folge gesehen, wahrscheinlich diese Helfmaschine da, aber... Ach. Ich kotze. I am prepared to do whatever it takes. I am prepared to do whatever it takes. Ich kann noch nicht mal so einen guten deutschen Akzent, wie die das immer machen. Geh weg. Wir nehmen direkt... Wir wollen auch gar nicht mehr... Jetzt Butter bei die Fische, ne? Wir wollen gar nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Wir nehmen uns hier den Engländer. Und ab in die Rippen heißt das. Ab in die Rippen damit. Oh, geil. Oh, geil. Schlüssellochchirurgie. Dafür ist das Ding gemacht. Guck mal, jetzt kann ich hier... Pass mal auf. Ja! Oh, geil. Dann können wir den auch so geil dekorieren hier. Warte. Ich hab dir hier eine schöne Maske gebaut. Dann brauche ich dich auch nicht die ganze Zeit angucken. Ja. Geil. Ja, krass. Komm. Junge, jetzt kann es aber kein Stück Rippe mehr sein, was dich da aufhält. Du kannst mich nicht verarschen. Ich hab hier alles rausgenommen. Müsst ihr das sehen? Ich habe so ein größeres Mauspad. Ich fahre die Maus über das gesamte Mauspad. Bringt aber nichts. Okay. Ah ja. Immer rechts anfangen. Das ist ein alter Trick von Ärzten. Also von Leuten wie mir. Dr. Fischkopf. Fängt immer rechts an. Aber es ist links. Ist es links? Ich weiß ja, in der Fachsprache war das jetzt gerade der linke Lungenflügel. Man geht nämlich immer vom Patienten aus. Hanni, du brauchst mich nicht anschreien. Nur weil du dich wieder besser auskennst. Das ist nun mal so. So, warte. Warum nicht? Vielleicht müssen wir einfach noch mal ein bisschen drin rumrühren. Ah, das sieht doch gut aus. Na, jetzt. Ich hab schon wieder... Ich drück immer die falschen Knöpfe, deswegen. Jetzt habe ich Caps Lock angemacht. Daran lag das nämlich. So, A, W, E, R. Hopp. Na. Und, yep. Und, komm noch mal raus. Vielleicht muss man mit einem kleinen Finger ein bisschen... Bisschen drücken. Das war's auch. Ah, jetzt! Es ist aber auch einfach ein bisschen verpackt. Oh nein, die schöne Maske. Oh. Okay, er verliert immer noch 0 Milliliter pro Sekunde. Nehmen wir doch erstmal den Magen raus. Der stört mich. Komm, Magen. Yes! Ich nenne ihn Heinz. Heinz. Oh, mach mal Mund auf. Mach mal Mund auf. Jawohl. So, jetzt immer noch cool bleiben, bitte. Da ist auch ein Messer, aber hier, das liegt, glaube ich, bis besser. Wobei wir ja eben gesehen haben, dass das, obwohl es so ganz gut aussieht, doch gar nicht so... Oh nein, warum ist es denn jetzt runtergefallen? Nein! Gerade in dieser guten Runde. So, die Flasche muss mal weg. Vielleicht kann man ja mit so einer abgebrochenen Flasche da besser ran. Oh. Oh, yes. Leute, wir haben das kaputte Herz abgeschnitten. Jetzt müssen wir nur cool bleiben. Ist einfach der Schlüssel zum Erfolg ist die Coolness. Komm raus. Kommst du da raus? Komm raus. Oh, das alte Problem, ne? Das gute alte, ich komme nicht um die Ecke ganz unten hin und jetzt... Wir haben's. Wollen wir mal gucken, was passiert, wenn wir die Bombe jetzt reinlegen? Vielleicht brauchen wir ja eine Bombe als Herz. Okay, warte mal. Wenn wir jetzt so die Bombe hier liegen haben,
Jetzt will ich ja das doch nochmal ausprobieren mit diesem... mit diesem Ding hier. Nein, nein, bitte nicht. Komm schon. Yes. Okay. Kann man das jetzt hier als Zünder... Na, das wäre aber auch zu cool, ne? Hopp. Boah, schöner Aufbewahrungsort für atomares Geschehen. So, jetzt müssen wir hier nochmal die Hand wegnehmen, bitte. Danke. Das hört sich so an, als könnte man die irgendwie entfernen. Findet ihr nicht auch? So das Geräusch alleine jetzt mal so? Okay. Abreißen kann ich sie wahrscheinlich nicht. Mach mal Tür auf. So, wir brauchen jetzt das große Herz. Nehme ich mal an. So ein großer Mann, ne? Komm raus. Oh, oh. Na? Und? Warum nicht? Ein bisschen umrühren. Vielleicht stört ja dieses Ding da. Können wir das nochmal... So. Was ist? Was ist? Brauchen wir zwei Herzen? Boah, das Doppelherz. Da stehen auch Sachen drauf, aber ich kann die nicht lesen. Hopp. So, jetzt müsste es aber eigentlich klappen. Wieso haben wir jetzt nicht gewonnen? Umrühren? Umrühren? Ja. Sitzt es jetzt besser? Oder muss ich jetzt noch mit der Kanone irgendwie... Warte. Warte. Und jetzt hoch. Nee, was ist denn nach oben? Was ist denn hoch? Gar nichts. Hoch macht gar nichts. Guck mal. Runter macht auch nichts. Hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Nee, nur rechts, links. Ja, toll. So. Komm. Ja. Ja. Nein. Ja. Ja. Nein. Steigt das an? Nee, ne? Es passiert einfach gar nichts. Nochmal rumrühren. Also für mich haben wir das Ding jetzt gewonnen, ne? Soll ich da nochmal das Sandwich rausholen? Geht das überhaupt? Geht das überhaupt? Ja, nein. Ja. Ich komme da nicht ran. Die Hand geht auch nicht tiefer, leider. Oh. Warte. Warte, ich hab's gleich. Nein. Nein, ich kann. Die Hand geht nicht tiefer. Oh, jetzt steckt sie fest. Ah, das ist immer gut. Ja, jetzt. Warum geht's nicht? Wir haben doch sogar zwei Herzen reingetan. Warte, ich drück hier nochmal. Links drücken, rechts gucken. Warum nicht? Muss es vielleicht... Ich verstehe es einfach nicht. Sowas? Nein. Aber das hatten wir ja schon mal, ne? Dass wir das Level nicht geschafft haben erst und dann hat sich das einfach nur ein bisschen bewegt und auf einmal hatten wir gewonnen. Aber hier ist, glaube ich, kacke Arsch. Hier ist, glaube ich, kacke Arsch. Was tun wir jetzt? Haben wir hier noch... Habe ich irgendwas übersehen? Vielleicht. Oder kann ich das hier... Kann ich das hier vielleicht irgendwie nehmen und verschieben? Nein. Jetzt hängt die Hand schon wieder fest. Wutanfälle. Wenn man schon nicht auf Drogen sein kann, ohne Spritzen und alles, muss man sich halt mal aufregen hier. Klausinger, Tipps. Ich brauche Tipps von den Fachleuten hier. Ich kann ja auch nichts machen. Guck mal, der hat sogar so Einschusslöcher. Das finde ich geil. Ich drück da mal rein. Tut das weh? Tut das... Oder ist das schön? Kann man hier seine Tasche aufmachen vielleicht? Nein.
Tja. Was soll ich sagen? Mach mal Mund auf. Oh, sieht gut aus. Guck mal, hier einen Knopf. Drücken, nein, guck mal, nicht. Brauchst du die Lunge vielleicht wieder? Oder soll ich einfach mal... Na? 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 Nee, ne? Es geht nicht, es geht einfach alles nicht hier, es ist alles kaputt hier! Alles kaputt. Ach, Mann. Komm schon, Digga. Vielleicht, okay, vielleicht nehmen wir das Große raus, vielleicht soll ja nur das Kleine rein. Hier rein. Warte mal hier. So, geh du mal da nach oben. Nee. Weiter hoch, sowas. Nee, ne? Ist gleich wieder tot. Obwohl ich nichts falsch gemacht habe. Ich habe alles richtig gemacht. Hier. Es ist nicht zu fassen. Es ist einfach nicht zu fassen. Der Patient wurde wiederhergestellt. Aber das Spiel erkennt es einfach nicht an. Also Leute, jetzt ist er ja gleich tot. Wir werden das so machen. Ich werde gleich mal recherchieren, ob das alles ist, was man machen muss. Wenn man jetzt einfach nur das Herz reinschmeißen muss und das Spiel buggt einfach nur, dann war es das jetzt. Und dann freuen wir uns. Yay, wir haben es geschafft. Woohoo! Und wenn man irgendwas anderes machen muss, dann werde ich das recherchieren. Und dann gibt es halt noch eine Folge. Was soll ich denn machen? Dann gibt es halt noch eine Folge und dann machen wir das auch. Aber man muss mir ja halt auch sagen, was man dann machen muss. Ich meine, ich kann ja das ja nicht ausdenken, ne? Muss man hier vielleicht den Kühlschrank immer wieder zubauen? Weil Erna einen sonst anschreit oder was? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Aber wir finden es raus in der nächsten Folge. Das war euer Fischkopf. Bis dann. Tschüss. That was not medicine.